Moin ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute am Freitag, 20. Mai, abends mit Beleuchtung. Jetzt noch nicht, du musst gar nicht nach oben gucken. Ich habe gesagt, abends mit Beleuchtung. Also Freitag, 20. Mai. Zettel ist pickepacke voll. Wir hatten in dieser Woche noch gar nicht richtig Gelegenheit, uns zu melden, obwohl wir schon seit ein paar Tagen Themen auf dem Zettel haben. Also schießen wir mal gleich los und hauen mal rein. Es sind einige Sachen dabei, wo man wieder nur den Kopf schütteln kann. Frei nach dem Motto, gelacht, gelocht, geheftet, bin ich eigentlich in Absurdistan. Aber wir gucken mal. Fangen wir mal an mit Party. Party ist nächste Woche auf dem Vatertag. Da wird am Donnerstag eine Vatertagsparty auf dem Georgswall stattfinden. Das mal eben nur so zur Info, dass man da also, wenn das Wetter gut ist, wahrscheinlich wieder mit dem Fahrrad anlanden kann. Da kann man ein Bierchen trinken und ein bisschen Vatertag feiern. Ja, was haben wir noch? Unser Dauersorgenkind, die Markthalle. Ja, hier im Schnittbild die Auricher Markthalle, unser Dauersorgenkind. Warum? Weil man sie nicht ins Laufen kriegt. Und jetzt ist natürlich das nächste Problem. Jetzt am Jahresende 22 wird natürlich das ganze Thema nochmal zugespitzt, weil dann laufen ja auch wirklich die letzten Verlängerungsoptionen aus. Und mittlerweile muss man sagen, es gab ja die Idee, dass Landwirte Selbsterzeuger oder so in der Art Biobauern dieses Ding in irgendeiner Weise dann unter die Fittiche nehmen und vermarkten. Ja, die haben sich aber wieder in die Haare gekriegt, weil der eine sagt, deine Kartoffeln sind eh scheiße und der andere sagt, deine Tomaten schmecken ja auch nicht. Also das funktioniert natürlich nicht und insofern macht sich jetzt auch in der Politik so ein bisschen das Bild breit, wie soll man diese Halle überhaupt energetisch sanieren, wie soll man diese Halle überhaupt zukunftsfest machen bei den steigenden Baupreisen. Ein Kasten aus Glas und Stahl, das ist halt die Frage, das ist eigentlich nicht finanzierbar, vor allen Dingen nicht bei unseren angespannten Haushaltsmitteln. Ich komme da gleich noch drauf, was wir noch alles an Geld ausgeben, was gar nicht da ist. Da gibt es jetzt also mehr und mehr Stimmen, dass es gesagt wird, abbauen die Halle, gut ist, neues Konzept Marktplatz, das sagen wir schon seit Jahren. Wir haben bei Aurich TV immer gesagt, weg mit der Halle, neue Konzepte her, den Marktplatz wieder groß machen. Und jetzt scheint es wohl dann auch aus Zwang notwendig zu werden, dass das so in die Richtung entschieden wird. Ja, Geld. Geld wäre schön, wenn wir hier in Aurich noch immer das Geld hätten, was wir von vor 10 Jahren hatten. Fußgängerzone, ja. Fußgängerzone, Neupflasterung. Ihr wisst ja, es regen sich alle Innenstadtkaufleute auf, die jetzt von der Baustelle betroffen waren. Seht auch ihr hier im Schnittbild, wo die ganzen Leitungen im Boden erneuert werden mussten, wo gebuddelt und gebaggert wurde. Ist natürlich mit viel Dreck verbunden, mit viel Lärm. Die Kunden bleiben weg. Wir sehen das hier nochmal in der vorderen Burgstraße. Da hat sich die Baustelle bis dahin durchgefressen. Aber es geht ja auch um die Neupflasterung der Fußgängerzone. Ja? Und da haben wir jetzt ein ganz tolles Stückchen. Also angefangen hat das ganze Thema ja mit 2,7 Millionen Euro, die das Ganze kosten sollte. Dann ging es hoch auf 3,3, 4,4 und die allerneueste Zahl ist jetzt 5,3 Millionen, weil man muss ja zu den Pflasterkosten, auch die Planungskosten etc. alles mit einrechnen. Also wir reden im Moment über 5,3 und ich finde zwei Sachen dabei ganz bemerkenswert. Das eine ist, man hat nur eine Fördergeldzusage für die ursprünglich mal angedachten 2,7 Millionen. Nämlich da sollen dann 2/3 von der Summe gefördert werden. Man hat zum einen, und das finde ich natürlich ganz, ganz bemerkenswert und bedenklich, seitens einer Mitarbeiterin der Stadt Aurich, die aber mittlerweile gar nicht mehr bei der Stadt Aurich ist, vergessen für dieses Jahr die Fördergelder anzufordern. Also bewilligt sind die, diese 2/3 von 2,7 Millionen, aber sie sind nicht abgerufen worden. So, das ist schlichtweg verpennt worden. Ergo, man kann dieses Geld erst nächstes Jahr abfordern in 2023. Das ist das eine. Und das zweite, finde ich auch sehr bemerkenswert. Man hat jetzt also den Auftrag für 5,3 Millionen erteilt. Es gab wohl nach unserer Information nur einen einzigen Anbieter, der überhaupt angeboten hat. Und jeder, der sich ein bisschen mit Bau beschäftigt, der weiß ja, mittlerweile kriegt man Angebote, die sind automatisch so teuer, dass man auch garantiert die nächsten Preissteigerungen mit Sicherheit schon eingepreist hat. Und man hat diesen Auftrag vergeben, ohne dass man weiß, ob man nochmal Fördergelder kriegt, ob es dann noch einen Nachschlag gibt oder nicht.
Also 5,3 kostet der Kram und dann vergisst man auch noch die alten Fördergelder anzufordern. Auch das ist sicherlich ein Stück, wo ich sagen muss, mein lieber Mann und das wollen wir auch noch mal ganz klar sagen, das ist sicherlich nicht die Schuld von Herrn Federmann. Auf dem hacken sie ja alle gerne rum, meine Freunde von den Spezialdemokraten ja sowieso, die versuchen ja immer alles Herrn Bürgermeister Federmann in die Schuhe zu schieben. Nein, das ist verschuldet von Menschen, die sicherlich nicht unter Federmann hier hergeholt worden sind, die jetzt woanders sind, wollen wir doch mal ganz deutlich bleiben. Da kann der Bürgermeister nun nichts dafür. Der sitzt jetzt vor diesem Haufen und muss dann sehen, wie er das bearbeitet und wie er das in irgendeiner Weise handeln kann. Ja, genau dasselbe Thema Regenwassergebühr finde ich ganz spannend. Weil man ja nicht mehr weiter wusste, wo man Kohle herholen soll, haben wir ja gesagt, der Mann, Regenwassergebühr, ja, ist schon seit Jahren, hat die Verwaltung schon mal ausgerechnet. Im Grunde bleibt da nach Verwaltungsaufwand gar nicht mehr so viel über. Das ist halt das Problem. Und jetzt, und das finde ich ganz bemerkenswert, stand das Thema Regenwassergebühr im Ausschuss, im Wirtschaftsausschuss auf der Tagesordnung und wurde dann einmütig von Grünen und SPD und CDU abgesetzt. Ja, ein Schelm, wer Böses denkt, ein Schelm, der denkt, die wollen irgendwas Gutes damit bezwecken. Nein, die haben ein Problem. Die haben Landtagswahlkampf. Im Oktober wird in Niedersachsen gewählt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einem Kandidaten wie Jan Siebels von der SPD so recht ist, wenn seine Genossinnen und Genossen hier vor Ort jetzt in Aurich eine Regenwassergebühr aufs Brett heben und den Bürger damit in die Tasche greifen. Einerseits schmeißt man Geld für den Kunstschulneubau raus und andererseits versucht man dann Bürger wieder mit Gebühren zu belasten bei steigenden Strompreisen, Gaspreisen, Lebenserhaltungskosten und. Kommt nicht so gut, ihr Lieben, kommt überhaupt nicht so gut und dann begründet man das auch noch damit, dass man von der Verwaltung präzisere Daten braucht. Also das ist auch so ein Fall, gelacht, gelocht, geheftet, das ist alles vor Jahren schon mal durchgerechnet worden, liegt vor und ja, aber man kann sich seine Wahrheit halt auch so selber dichten und dann kommt halt das dabei raus, dass man das ganze Ding schlichtweg von der Tagesordnung absetzt und sagt, behandeln wir mal irgendwann wieder und wir können doch ganz sicher sein, nach der Wahl ist das das Erste, was wieder auf Top 1 der Tagesordnung draufgezogen wird. Ja, Kunstschule, man kann nahtlos eins ins andere gehen. Kunstschule, auch so eine tolle Geschichte. Da gibt es ja jetzt Diskussionen intern um die ganze Architektiererei, die dahinter steckt. Ja? Man muss dazu wissen, dass ein Architekt, der so ein Projekt plant, nach verschiedenen Kostenstufen sein Honorar abrechnen kann. Mir hat man gesagt, es sind insgesamt 9 Kostenstufen, von denen 1 bis 6 die lukrativsten sind, nämlich Planung, Konzeption, Ausschreibung, Auftragsvergabe etc. pp. Und die letzten Stufen, 7, 8 und 9, sind dann wohl, so habe ich es verstanden, nur noch für Beaufsichtigung der Durchführung etc. pp. Und bemerkenswert finde ich an der Sache, dass also der Architekt, der dafür verantwortlich ist, jetzt nur abgegeben hat bis zur Abrechnungsstufe 6. Also mehr will der gar nicht machen. Der will halt planen und will ausschreiben und dann will er abrechnen und dann muss man mal halt gucken, wie man mit dem Rest klarkommt. Auch das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, hochinteressant, müsste man sich vielleicht mal sehr, sehr viel näher mit beschäftigen. Tun wir sicherlich auch noch, weil auch da wittere ich Böses, auch da wird Geld rausgeschmissen, was de facto nicht da ist, was an anderer Stelle fehlt und wo man dann wieder irgendeine Gebühr erfinden wird, damit die Leute zur Kasse gebeten werden. Ja, Baustellen, Baustellen, Baustellen in Aurich. Ihr merkt das, noch eine Baustelle kommt auch noch, Focken-Bollwerk-Straße. Wird jetzt im Sommer begonnen werden, die Focken-Bollwerk-Straße, lange Zeit ein Thema. Jetzt aber wohl so einigermaßen friedlich gelöst, dass sich die Anlieger da nicht so drüber aufregen. Es wird nur eine Fahrtrichtung geben, nämlich von Richtung Feuerwehr in Richtung Innenstadt. Eine andere Fahrtrichtung gibt es in der Zeit nicht. Es wird ein riesen Umleitungsthema da werden, aber man hat da, wie gesagt, wohl ganz gute Lösungen gefunden. Ja, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Die Kunstschule habe ich gehabt. Ja, kommen wir nochmal wieder jetzt so ein bisschen Kultur zu ein bisschen was Angenehmerem, weil ein bisschen Leben soll ja auch stattfinden. Wir hatten es über die
italienischen Abende. Ja, und die italienischen Abende hier auf dem Marktplatz, wo ich jetzt gerade sitze, finden statt. Haben wir auch ja berichtet am ersten Mittwoch im Juni, am ersten Mittwoch im Juli und am ersten Mittwoch im August. Arno Fecht war ja hier, hatte uns den O-Ton gegeben, hat uns die Geschichte erzählt. Wir konnten jetzt heute Morgen noch ein bisschen weiter recherchieren, ein bisschen weiter gucken. Also Edeka Bruns wird hier vor Ort sein und wird sich um das Thema Speisen kümmern. Unter anderem mit Matthias Thiem, dem Leiter der Schlachterei, und mit Herrn Farnholz. Das sind ja die beiden Granaten da aus der Edeka-Fleischerei. Witzige Typen, mit denen kann man auch richtig Spaß haben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Aurich TV ist auf jeden Fall dabei. Matthias Thiem haben wir hier einmal im Bild und der hat mir im Gespräch, ich habe ihn angerufen, mal gesagt, ja, wir haben uns da schon ein paar tolle Sachen überlegt, ein paar ganz tolle Leckereien, die wir da grillen und anbieten werden, auch mit speziellen neuartigen Gewürzmischungen, die wohl der Grillweltmeister Marco Greulich, heißt der Mann, entwickelt hat. Also Greulich hat es entwickelt und Thiem streut dann irgendwo aufs Fleisch drauf und Martin Farnholz passt dann auf, dass Thiem das nicht anbrennen lässt. Scherz beiseite, freue ich mich drauf, ganz leckere Sachen. Also Edeka Bruns bringt sich da an diesen Abenden in die Konzeption ein. Los geht's 18 Uhr, immer so bis 22 Uhr, soll halt ein gemütlicher, netter Abend sein mit Prosecco, mit Aperol, mit Lillet, mit Rotwein, Weißwein etc. pp. Also, und natürlich Musik, nicht vergessen, italienische Musik, und dann läuft das. Ja, Dolce Vita auf dem Marktplatz. Was war noch? Uns wurden jetzt verstärkt Meldungen zugetragen, dass im Bereich Dornum-Esens Katzen verschwinden. Ja, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, oh ja, Katzen, na, ist ja trotzdem blöd. Also wenn man an so einem Haustier hängt und dieses Haustier wird geklaut oder entwendet, ist das auf jeden Fall ein Thema. Also, Entschuldigung. Also ist uns jetzt bei Facebook mal aufgefallen, dass da also doch viele, viele Tiere vermisst werden. Wir wissen nicht, wo die bleiben, ob die einfach geklaut werden, ob vielleicht irgendwelche Leute die mitnehmen. Auf jeden Fall sollte man auf seine Tiere achten. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ja, Filme. Ich dachte ja, ich sehe nicht richtig. Wir fotografieren ja auch sehr viel. Jürgen und ich dokumentieren ja auch sehr viel. Und es gibt einen Boom. Wusste ich gar nicht, dass das so schlimm ist, was Filme angeht, analoge Filme. Wisst ihr, früher, wenn man fotografiert hat und keine, vor Digitalkamera gab es ja Filmpatronen, die wurden reingelegt, waren 36 Bilder drauf, wurden dann entwickelt, tolle Sache, habe ich mir angeguckt bei Altstadt Foto. Ja, in der Tat, das sagte mir Bernie Wilken, der Geschäftsführer, da gibt es so viel Nachfrage danach, nach analogen Filmmaterial, auch von jungen Menschen, die haben Opas Kamera dann irgendwo gefunden beim aufräumen und sagen, oh, das ist ja toll. Und das ist nicht immer nur Handyknipserei und Tritratrollala, sondern das ist noch richtig fotografieren, Konzentration aufs Motiv, macht Spaß, tolle Sache, auch wenn es mittlerweile ein bisschen teurer geworden ist, aber hat halt was. Ja, fiel mir nur auf, ihr seht es, wir haben es hier mal fotografiert, also Filmchen, Filmchen, Filmchen. Was haben wir noch? Wir haben noch uns selber, nämlich unsere Vorträge, die darf ich noch mal kurz erwähnen. Am 30. Mai und am 8. Juni werden die Vorträge nachgeholt, die im März 2020 bereits geplant waren, aber die durch Corona und durch Versammlungsverbote und so weiter alle nicht nachholbar waren, werden jetzt an diesen beiden Tagen nachgeholt. Wichtig ist, wenn ihr Karten für diese alten Veranstaltungen habt, dann geht bitte zum Heimatblatt Sonntagsblatt und tauscht dort die Karten gegen die neuen Termine um. Das ist ganz wichtig, sonst kommen wir von der Planung her völlig durcheinander. Ihr könnt natürlich auch hingehen und könnt sagen, ich habe zwar keine alten Karten, ich kaufe mir dann neue. Also das ist natürlich möglich. Es ist ja nicht nur eine Veranstaltung für Altkartenbesitzer, sondern auch für diejenigen, die sagen, ja, ich gehe da hin, ich möchte mir das angucken, kosten immer noch 10 Euro. Wir sind da in dem Augenblick nicht teurer geworden, sondern das ist noch so gehalten, auch wenn für uns die ganzen Umfeldkosten auch steigen und wir auch Saalmieten bezahlen müssen etc. pp. Wir lassen es mal jetzt so. Also wer hin möchte, der
ist herzlich willkommen. Geht immer um 19 Uhr los. Und wer das kennt, wer schon mal da war, der im Schützenhaus Aurich natürlich, wer das kennt, weiß, das ist immer ein sehr netter, sehr lockerer Abend mit einer Bockwurstpause. Da macht Walter Endelmann seinen großen Pott an und dann kommen da erstmal 100 Bockwürste raus. Und dann, ja, also verhungern wird auch keiner und ein Bierchen gibt es im Schützenhaus. Ja, auch. Jetzt gucke ich mal einmal eben durch meinen Zettel durch. Ich glaube aber, wir haben alles gehabt. Oder Jürgen, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe auf der Rückseite nichts mehr. Ich habe alles klein geschrieben. Ja, der Jürgen muss ins CT, der arme Mensch. Da hoffen wir jetzt mal, dass er einen relativ fixen Termin kriegt. Insofern vielleicht, wenn uns jemand da jetzt aus dem Medizinbereich da zuguckt, vielleicht kann man irgendwas machen. Der Junge hat, denke ich mal, so einen verschleppten Bandscheibenvorfall und er schafft es im Moment immer noch. Also 80 Meter kann er laufen. Er nimmt das zwar mit Humor, ich finde das nicht so witzig, weil er ist nicht einsetzbar, weil ich kann nicht sagen, mach mal dies, geh mal dahin und dort. Das wird eher immer so eine Humpel-Challenge und naja, er sagt dann immer schon scherzhaft, dann muss ich halt zum Abdecker, das will ich nicht hoffen. Aber wie gesagt, also jetzt hatte er, glaube ich, einen CT-Termin für, was war es, 15. Juli, dann muss er noch 6 Wochen warten. Also falls uns jetzt jemand hier zuguckt, wir kennen ja auch viele Leute aus dem Medizinbereich, also wenn wir da einen CT-Termin irgendwie auf der Warteliste, keine Ahnung was. Also dem Jungen geht es wirklich nicht gut. Der humpelt und der ist ja nicht mehr sehr belastbar, auch wenn er schon über 60 ist, aber macht ja nichts. So, wir haben jetzt themenmäßig alles durch. Ich wünsche euch was. Ja, alles gesagt. Die Sonne scheint. Schauen wir mal, was das Grillen macht. Ich wünsche euch, dass ihr am Wochenende mit Menschen grillt, die ihr gerne habt und die ihr in euer Herz geschlossen habt. Und ja, was soll ich euch sonst sagen? Manche Menschen sind einfach doof. Und ich habe das neulich mal in meinen Status so bei WhatsApp mal reingeschrieben. So eine kleine Figur, die einfach sagt, heute bin ich sauer, heute möchte ich jedem auf den Kopf hauen. Ist manchmal, an manchen Tagen ist das so. Aber wir wollen ja den Spaß nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen ja weiter Spaß am Leben haben. Es wird wieder alles ein bisschen lockerer. Ich freue mich drauf, dass wieder Konzerte stattfinden, dass bei Marema wieder der Bär los ist. Gestern Abend waren Simple Minds in der Arena. Da war die Bude voll. Also insofern. So, Leute, das war's. Es gibt eine Unterstützungsadresse immer noch obolus@aurich.tv. Da freuen wir uns, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. Ja, ich bleib dabei, bleibt gesund. Lasst euch nicht von bösen Menschen ärgern. Die Nerven sind viel zu schade dafür. Die Zeit ist anstrengend genug. Denken wir lieber daran, dass es jetzt warm ist, dass wir den Gashahn ein bisschen zudrehen können, dass wir vielleicht nicht so viel Strom verbrauchen. Das sind doch auch Dinge, die man nicht außer Acht lassen soll. In dem Sinne, mit einem Kniepoke, wie der Ostfriese sagt, haut rein, ciao, tschüss, schönes Wochenende.